3 effektive Tipps, mit denen dein Kind schneller zum Stammspieler wird und endlich zeigen kann, was es wirklich drauf hat. Darum geht es heute in diesem Video. Viel Spaß damit. Ich freue mich heute extrem auf dieses Video, denn hier bekommt ihr heute 3 Tipps an die Hand, mit denen euer Kind sofort in die praktische Umsetzung gehen kann und sofort auch mehr Leistung aus sich rausholen kann und schneller den Weg in die Startelf findet. Wir beginnen direkt mit Tipp 1 und bei Tipp 1 geht es um die Energie. Und Energie ist natürlich das Entscheidende, wenn es um Leistung geht. Und hier habe ich 2 kleine Hacks für euch. Das eine ist das Thema Trinken. Ganz, ganz viele Kinder und auch deren Eltern unterschätzen das Thema Trinken. Nicht nur, wie viel das Kind trinkt, sondern auch, was das Kind trinkt. Natürlich wird immer gepredigt, oh, Wasser ist das Allerbeste und nur Wasser trinken, keine Süßgetränke und so weiter. Ja, das ist auch so, wenn wir über Cola und Fanta und dergleichen sprechen. Aber wenn dein Kind ein anstrengendes Training hatte oder hat und wenn dein Kind ein anstrengendes Spiel hat, wenn es heiß ist draußen, zum Beispiel auch im Hochsommer, 35 Grad hat, dann braucht dein Kind eben nicht nur Wasser, sondern auch Getränke, die wirklich mineralstoffhaltiger sind, um eben diesen ganzen Flüssigkeitsverlust und damit eben auch den Mineralverlust durch Schwitzen etc. auszugleichen. Und deswegen empfehle ich immer bei anstrengenden Einheiten schon in der Vorbereitung, aber natürlich auch im Nachgang und währenddessen isotonischere Getränke als Wasser. Was ist das? Das sind zum Beispiel dünne Saftschorlen, also eine 1/3-2/3-Mischung mit Apfelsaft oder Traubensaft. Das kann sein eine isotonische Sportmischung aus der Apotheke, habe ich den Link auch drunter in der Videobeschreibung. Und so habt ihr einfach eine bessere Mineralstoffzufuhr und damit auch mehr Leistung. Weil eins ist auch klar, ohne genügend Flüssigkeit, ohne genügend Mineralstoffe, gehen teilweise die Leistungen um bis zu 80% zurück, laut verschiedenen Studien. Tipp 2 in diesem Zusammenhang ist das Thema Schlaf. Energie ist das eine natürlich, wenn wir über Mineralien sprechen, aber auch das andere, wenn wir über die Fitness sprechen, einfach den Zustand des Körpers. Und da ist natürlich der Schlaf, also auch die Erholung, ganz entscheidend. Und jetzt stell dir mal vor, dein Kind hat den anstrengenden Schultag und hat vielleicht abends ein Spiel oder normalerweise eben ein Training. Dann kann es auch entscheidend sein, dass sich dein Kind vielleicht nach dieser anstrengenden Mittagsschule noch mal ganz kurz aufs Ohr legt, um Energie voll zu tanken. Vielleicht hast du in dem Zusammenhang schon mal den Begriff Powernap gehört. Und das ist ganz entscheidend, zumindest das mal auszuprobieren. Das ist sicherlich nicht für jeden etwas, aber für die allermeisten, so ist zumindest meine Erfahrung. Was ist wichtig beim Powernap? Vor allem die Zeitspanne. Maximal 30 Minuten Schlaf sind hier unsere klare Empfehlung von Rising Pro. Alles, was länger geht, kommt dann in die Tiefschlafphase rein und macht dein Kind einfach nur extrem müde. Natürlich ist die Versuchung am Anfang sehr groß, oh, ich bleibe noch ein bisschen länger liegen, aber da ist es eben extrem wichtig, wirklich auf diese 30 Minuten oder kürzer zu achten und vielleicht ein paar Mal auszuprobieren, wo so diese optimale Zeitspanne des Schlafs ist. Und dann beobachtet mal, was ihr dadurch wirklich für tolle Effekte haben könnt, wenn dein Kind dann aufwacht nach diesen 20 Minuten, halbe Stunde und dann einfach nochmal fit ins Training gehen kann, fitter ins Spiel gehen kann und somit natürlich auch mehr Leistung abrufen kann und dem Trainer auch zeigen kann, dass es wirklich in diese Mannschaft will. Tipp Nummer 2, sei deinem Gegenspieler immer 2 Schritte voraus. Was meine ich damit? Nicht nur beim Thema Ernährung ist es natürlich wichtig, dass du auf die Details achtest, sondern auch beim Thema Training. Und vielleicht bist du ein Elternteil, das da ganz, ganz viel auch mit dem Kind selber vielleicht noch trainiert, an den Schwächen arbeitet oder auch an den Stärken arbeitet, um die noch stärker zu machen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, sich zu überlegen, hey, was trainiere ich denn eigentlich genau? Was sind eigentlich die Fähigkeiten, die heute wirklich wichtig sind im Fußball? Und da ist es ganz entscheidend, dass wir uns mal anschauen, wie heute Fußball gespielt wird. Athletik, Schnelligkeit, Kraft, das sind mittlerweile oft Dinge, wo man schon sehr, sehr weit ist, wo dann teilweise schon ein Athletiktrainer da ist, wo auch der Teamtrainer viel macht. Was aber weniger gemacht wird, sind eben diese ganzen Themen Handlungsschnelligkeit, Entscheidungen treffen, lernen. Ja, Entscheidungen treffen kann man lernen. Und das sind eben die Themen, die du zu Hause mit deinem Kind auch sehr, sehr gut trainieren kannst.
Weil es geht ja auch heute vielmehr darum, wie schnell nehme ich denn eine Situation wahr. Der Fußball wird immer schneller, die Situationen immer enger, es entsteht immer mehr Druck, nicht nur von außen, sondern auch auf dem Feld durch die engeren Räume und die kürzere Zeit. Und da ist es eben wichtig, die Situationen schnell zu erkennen. Dann im zweiten Schritt eben schnell eine Lösung zu finden, also das Thema Handlungsschnelligkeit. Und im dritten Schritt natürlich dann auch technisch sauber das Ganze auf den Platz zu bekommen. Und genau diese Fähigkeiten, also Fähigkeit 1, Situation wahrnehmen und Fähigkeit 2, Lösung schnell finden. Das sind ganz oft Themen, die eben im Mannschaftstraining viel zu kurz kommen. Wie kannst du das trainieren? Ich möchte heute vor allem dann auf dieses Thema Handlungsschnelligkeit eingehen, weil das sehr, sehr gut umsetzbar ist für dich schnell in den Übungen. Das heißt, bau da einfach mal kognitive Herausforderungen auch bewusst ins Training ein. Entscheidungstraining heißt, ich nehme unterschiedliche Hütchenfarben und belege die mit unterschiedlichen Anforderungen. Zum Beispiel kommt der Pass, dann kommt eben das Signal rot und dann muss der Ball eben in die entsprechende rechte Ecke zum Beispiel und bei blau dann in die linke Ecke. Wichtiger Tipp auch an der Stelle hier noch, setz auch verstärkt hier auf visuelle Signale. So hast du nicht nur das Thema Erkennung drin, was wir gerade in Schritt 1 besprochen haben, sondern bist auch viel, viel spielnäher. Weil ganz oft sind es ja visuelle Reize, die im Spiel auch entscheiden. Dein Kind sieht zum Beispiel einen freien Mitspieler oder erkennt einen Gegenspieler. Und deswegen nimm selber auch zwei Hütchenfarben in die Hand und dann halt entsprechend eben die Hütchenfarbe mal nur hoch, dass dein Kind aktiv vielleicht sogar mit einem Blick auch schauen muss, um die entsprechende Handlung oder Anforderung zu erkennen. Ganz, ganz viele setzen hier immer eben nur auf die Sprache. Also das ist ganz wichtig hier. Und im zweiten, nimm nicht nur Hütchenfarben, sondern bau hier wirklich auch kognitive Herausforderungen ein, wie zum Beispiel Rechenaufgaben. Also ganz simpel, ihr passt euch den Ball zu und dann eben einfach eine Zahlenreihe oder du stellst ihm Rechenaufgaben, die dein Kind eben parallel zum Passspiel beantworten muss. Und dadurch kriegst du eben eine maximale Gehirnleistung auch rausgekitzelt, die dein Kind auch kognitiv dann auf ein völlig neues Level bringen wird. Und ganz tolle Übungen dafür, für dieses Trainingskonzept, diese Philosophie, nämlich herkömmliche Technikübungen dann mit solchen kognitiven Aufgaben, auch mit visuellen Aufgaben zu verbinden, haben wir in unserem zweiten Projekt bei Soccer Kinetics gemacht. Da haben wir für dich über 200 Übungsvideos eingedreht, die du eben mit deinem Kind zu Hause auch so trainieren kannst. Also schau dir gerne den Link unten in der Videobeschreibung an und teste einfach 7 Tage kostenfrei mal unser Trainingspaket und dann schau dir mal an, was da eben an Übungen auch auf dich wartet. Bei Tipp Nummer 3 geht es um das Thema Fehler. Fehler sind ein ganz entscheidender Baustein in der ganzen Entwicklung, nicht nur von Kindern, sondern auch von uns Erwachsenen noch und natürlich oft so ein ganz, ja, penibles Thema und irgendwo will keiner Fehler machen und man hat vielleicht sogar Angst davor, Fehler zu machen. Und das Wichtige ist aber jetzt auch zu wissen und das vielleicht auch so ein bisschen zu verändern von den Glaubenssätzen her, dass Fehler in der Entwicklung einfach dazugehören. Und ich hoffe, ihr habt natürlich einen Trainer in der Mannschaft bei deinem Kind, der das auch so sieht. Aber allermeistens, vor allem dann auch an der Basis unten, kannst du nicht drauf bauen, dass das wirklich so einen professionellen Umgang auch mit dem Thema Fehler gibt. Deswegen ist es auch ganz entscheidend, dass du als Elternteil beim Thema Fehler souverän reagierst. Was bedeutet das genau? Fehler gehören in der Entwicklung einfach dazu. Das ist ganz wichtig und es sind Lerngelegenheiten, mit denen sich dein Kind weiterentwickeln kann. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dein Kind dafür unter Druck zu setzen oder vielleicht sogar als Elternteil selber noch irgendwie reinzuschreien, wenn mal deinem Kind oder vielleicht auch einem anderen Kind ein Fehler passiert. Weil dadurch wird natürlich im Kopf deines Kindes verankert, dass Fehler was ganz, ganz Schlechtes sind. Immer wenn ich einen Fehler mache, bekomme ich eine Rüge. Natürlich darf ich nicht immer denselben Fehler 100.000 Mal machen, aber Fehler sind eben die wichtigen Lerngelegenheiten, die ganz, ganz entscheidend sind in der Entwicklung deines Kindes. Und deswegen geh da deutlich positiver und gelassener mit dem Thema Fehler um. Lass dein Kind mal auch ein bisschen eine längere Leine, um bewusst mal Fehler zu machen, vielleicht mal Erfahrungen zu machen, die einfach wichtig sind. Und deswegen nicht gleich dann, ja, hibbelig werden oder denken, ah, das kriegt mein Kind jetzt nicht hin, was ist, wenn es das jetzt nicht schafft, der macht es immer diesen und diesen Fehler. Bleib da geduldig und lass deinem Kind auch die Freiheit, diese Fehler wirklich bewusst zu machen. Und du wirst damit belohnt, dass dein Kind viel, viel positiver gegenüber diesem Fehlerthema ist und dann im Spiel auch viel, viel weniger Angst hat, selber Fehler zu machen
und mehr befreit aufspielen kann und dadurch natürlich auch dem Trainer, den Mitspielern, den Zuschauern viel eher zeigen kann, was in ihm steckt. Und dann erhöhst du natürlich die Chance extrem, dass dein Kind so auch sein Potenzial entfalten kann und zum Stammspieler wird. Und Tipp Nummer 4, wir machen noch einen vierten, der ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen, ist das Thema Urlaubsplanung. Ich hatte das heute auch und das ist ganz, ganz wichtig, was ich euch an der Stelle noch kurz mitgeben möchte, dass gerade so Vorbereitungsphasen, wo ja oft die Ferien auch reinfallen, ganz wichtige Lerngelegenheiten sind für die Kinder, weil da geht es nicht nur um intensive Trainingszeiten, sondern natürlich auch darum, sich zu beweisen in der Mannschaft, immer dabei zu sein, dem Trainer zu sagen, ich will diese Saison angreifen, ich will spielen. Und auch natürlich beim Teambuilding-Prozess. Ganz oft werden in Vorbereitungsphasen Trainingslager gemacht, Teambuilding-Maßnahmen gemacht, Mannschaftsabende gemacht und es ist ganz, ganz entscheidend, dass dein Kind da unbedingt dabei ist, damit es sich einfach gut in die Mannschaft einfügt und sich wohlfühlt, denn nur dann kann es auf dem Platz auch die optimale Leistung zeigen. Ganz kurz, wie kannst du darauf Einfluss nehmen? Planung. Das Entscheidende ist die Planung und vor allem, geh da auch von dir wirklich mal initiativ, aktiv auf den Trainer deines Kindes zu und frag einfach mal, hey, hast du schon einen Plan für die Saisonvorbereitung? Wann möchtest du starten? Wie lang ist die Pause? Und so kannst du eben dann schon frühzeitig auch eure Urlaubsplanung danach ausrichten. Die meisten warten, bis der Trainer irgendwann mal eine Info dazu gibt und dann heißt es bei den meisten, ja gut, da sind wir halt erst mal 4 Wochen im Urlaub. Verhindert es durch einen ganz einfachen Anruf, durch eine ganz einfache Anfrage mal nach dem Training und vielleicht kannst du dann eben schon deutlich besser planen und verhinderst, dass dein Kind zu den entscheidenden Zeiten dann wirklich auch fehlt. So, das waren 4 Quick-Tipps jetzt sogar insgesamt, mit denen ihr direkt in die Umsetzung gehen könnt. Nicht nur Wasser trinken, sondern bei anstrengenden Belastungen vor, während und danach eben auch auf isotonische Getränke zurückgreifen. Dann als zweiten Punkt, prüft eure Anforderungen, die ihr eben in eurem Privattraining vermittelt mit eurem Kind im Garten und nutzt hier wirklich auch diese visuelle Komponente und auch diese kognitive Sache beim Thema Handlungsschnelligkeit. Tolle Übungen dazu findet ihr, wie gesagt, auch in unserem anderen Projekt Soccer Kinetics, auch im 7 Tage kostenfreien Testzugang. Und dritter Tipp, hier Umgang mit Fehlern, also das bedeutet Fehler als Lerngelegenheit sehen und deinem Kind eben auch den Zuspruch und die Geduld entgegenbringen, das Ganze in Ruhe angehen zu dürfen. Und Tipp Nummer 4 noch, das Thema Urlaubsplanung. Achtet darauf, dass ihr frühzeitig mit dem Trainer kommuniziert, um eben hier auch unglückliche Überschneidungen mit Urlaub und Vorbereitung zum Beispiel schon frühzeitig und sicher zu vermeiden. Wenn du jetzt sagst, hey, das waren 4 gute Tipps, mit denen ich sofort arbeiten kann, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere natürlich gerne den Kanal und schau natürlich auch auf die Websites von Rising Pro und von Soccer Kinetics, das sind unsere beiden Projekte, mit denen wir euch eben maximal pushen wollen und euer Kind gemeinsam mit euch als Eltern zum Stammspieler machen. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne auch direkt bei mir. E-Mail-Adresse seht ihr eben unten auch in den Kommentaren. Und ich freue mich natürlich auf eure Nachrichten, auf eure Feedbacks und wünsche euch viel Spaß die Woche. Nächste Woche reden wir ein bisschen über das Thema Krafttraining im Jugendfußball. Und wenn du auch wieder dabei sein willst, dann schau einfach am Wochenende kommende Woche rein und guck dir das neue Video an. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Deine Entscheidung wie immer. Komm in die Umsetzung und feiere geniale Erfolge mit deinem Kind. Dein Simon Jans.